أعزائي المشاهدين متابعي ومشاهدين إنفوغراد النمسا ميديا، نجتمع اليوم في يوم المعرفة فيستنستاغ في أوس أون بايتا بيلدونغ فيرانشالتونغ فون شتاد فين أم إس فين أون دا إسلامشي سنتروم إن فين. Heute mit großer Ehre, ich empfange daher Leubnecker von Integrationsabteilung von Stadt Wien. Grüß Gott, Herr Leubnecker. Ich begrüße Sie. So, um was dient heute diese Veranstaltung? Diese Veranstaltung dient, dass jeder die Möglichkeit hat, hier vor Ort sich über die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung zu informieren. Aber es ist nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche. Was gibt es für Gratis-Nachhilfeunterricht? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man sich beruflich verändern möchte? Was gibt es, was bietet die Stadt aber auch an im Bereich von Sprachkursen, Deutschkurse? Also wir versuchen eigentlich alles abzudecken, was Aus- und Weiterbildung betrifft. Diese Veranstaltung findet bereits zum vierten Mal statt. Wir haben sie schon mehrmals gemacht. War immer recht gut besucht und wir versuchen halt hier vor Ort zu sein, weil es hier einfacher ist, konzentriert Informationen zu bekommen, als es von einer Stelle zur anderen zu gehen. Alles klar, danke. كما قال السيد ليبنيك اليوم تنظم بلدية فيينا أو حكومة فيينا والمركز الإسلامي هذا الاحتفال أو هذه المناسبة هي للتعليم الإضافي لمساعدة الأطفال وأيضاً لمساعدة الناشئين في الحصول على فرص عمل وهذه المرة الرابعة التي تنظمها بلدية فيينا. أعزائي المتابعين أعزائي المشاهدين ضمن فعاليات يوم المعرفة ننتقل الآن إلى ستاند إنترفيس فين ومعي السيدة باربرا بيشكي من إنترفيس فين فهم يقدمون المساعدة إن كان للتعليم أو للعمل للقادمين الجدد إلى فيينا. Grüß Gott, Frau Bischke. Guten Tag. So, bitte ein paar Worte. So, was Ihre Tätigkeiten und was dient der Interface Wien? Guten Tag. Also, mein Name ist Barbara Peschke. Ich bin Projektleiterin vom Jugendcollege Stadt Wien. Wir haben bei Interface Wien Beratung für Geflüchtete und wir haben also nicht nur für Geflüchtete, es gibt auch Startcoaching für neu zugewanderte Menschen aus anderen Bereichen. Und wir haben Bildungsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene und für Frauen und Mütter, also mit Kinderbetreuung. Das bieten wir an. Sehr gerne. أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين كما سمعتم فراو باربرا بيشكا مثل إنيتيفا إنترفيس فين لمساعدة القادمين الجدد في فيينا بغض النظر إن كانوا لاجئين أو مهاجرين لتحسين ظروف ومستوى معيشتهم في النمسا على مستوى العلم والمعرفة. أعزائي المشاهدين معنا الآن أحدى السيدات الأخوات التي أتت لتستفيد من هذه الفعالية. بتعرفينا بحضرتك؟ أنا اسمي ميمونة عبد الرحمن وجيت هنا جديدة في فيينا لخمسة شهور وهسه بفتش عن أتعلم اللغة وأصلا هناك في السودان تعلمت اللغة داري أزيد من تطوراتي وهيك وبعدين أنا هنا في السودان درست في الجامعة وعاوزة هنا أدرس لكن ما عارفة لسه مجالي أحدد شو. أهلا وسهلا بك في فيينا وفي النمسا مجددا، هل استفدتي من هذا اللقاء؟ أيوه استفدت. يعني بإيش؟ أعطوكي معلومات؟ قالوا لك شو تعملي فيما بعد؟ أيوه أعطوني معلومات وقالوا لي إنه يا آخذ يوغين كوليدج أدرس عنه أو أعمل أتساي بلس ويزيد من تطورات زيادة. أعزائي نرحب بالسيدة كلاين فانيك قرأت على الستاند دويتش براتونغ. Was machen Sie in diesem heutigen Tag? Was Sie bitten an die Jugendliche in Neuaakumlinge in Österreich? Mhm. Wir sind von der VHS, ich bin von der VHS Floridsdorf, die Wiener Volkshochschulen vertreten. Wir beraten hier im Bereich Deutsch, Studienberechtigungsprüfung und Lernhilfe. Super, danke. Und haben Sie gefunden, gibt es viele Besucher, gibt es Leute wirklich, die diese Hilfe brauchen und annehmen? Bis jetzt waren um die 10 Personen bei mir und sind alle gut beraten worden und ich denke, dass das Angebot gut angenommen wird. Sehr,
أعزائي متابعي ومشاهدي إنفوجراد، ما زلنا في هذا اليوم الذي قدمته بلدية فيينا والمركز الإسلامي وآمس فيينا، وهو لإطلاع الناس ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل والسوق الاجتماعي في النمسا. معي هنا السيد ستيفان تسالبريخت فون آمس فيين. هير تسالبريخت. Wie ist denn heute die Leute diesen Business-Tag angenommen? Gibt es einen Drang? Gibt es die Frage, wie sie erwartet, zum Beispiel wirklich um Wegweiser für die Zukunft, für ihren Beruf, für ihre Lehre? Haben Sie das Gespür, dass wirklich die Leute gut ankommen mit diesen Veranstaltungen? Ja, zuerst mal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es freut uns sehr, dass wir als AMS heute dabei sein dürfen. Und ja, die Frequenz ist sehr hoch. Also es kommen immer wieder Personen, die Fragen haben zur Weiterentwicklung, gerade auch Lehrabschlüsse nachzuholen, während der Beschäftigung, auch im oder außerhalb der Beschäftigung. Und heute erreichen uns auch sehr viele Fragen zur Nostrifikation, gerade zur Anerkennung von Berufen, die im Ausland erworben wurden und die wir auch hier verwerten können. Das ist der größte Anknüpfpunkt, den wir haben für die Personen bei uns. Es wird wirklich sehr genützt und sie freuen sich auch auf die Beratungen. Und wir haben schon einige Beratungen auch vereinbaren können, dann an den Geschäftsstellen der Einzelnen, wo wir noch intensiver sich mit den Themen auseinandersetzen können. Alles klar, danke. Finde ich auch, das ist super, der Veranstaltung in freien Luft oder sagen wir so genau, wie die Leute es mögen. Ja, genau. Weil Amt, jeder hat so Angst von Amt und offiziell und was sie sagen muss und so. Und so, was sie gemacht haben, wirklich vielen Dank, weil das kommt an, ist alles genau von den Leuten für die Leute. Richtig. Danke vielmals hier, Zahlbrecht. Danke Ihnen. الآن معي أيضا من AMS فيينا دي دامي في heißen Sie? Mein Name ist Miriam Jaki. Miriam Jaki. Herzlich willkommen und danke für diesen Veranstaltung. So, der große Titel Wissen und Hilfe für neue Ankömmlinge. Natürlich vielen Dank für AMS und Stadt Wien für diese Veranstaltung, weil alles dient die neue Leute und Hilfe für die Zukunft. Wie sehen Sie den Andrang oder die Frage von den Leuten? Es kommen sehr, sehr viele. Wir haben ja auch eine Dolmetscherin, die muss andauernd wechseln. Also die hat sehr viel zu tun. Es kommen viele junge Leute und viele Erwachsene, viele Frauen. Sehr gut. Ja, also okay, der Antrag ist okay. Okay. Haben Sie den Eindruck auch von den Leuten, die kommen und fragen, sind wirklich mit höherer Bildung auch? Weil, ja, oh ja. Weil man redet immer Fachkräfte oder irgendwas, was immer in den Medien herumläuft. Haben Sie das Gefühl, es gibt wirklich Leute, oder haben Sie wem kennengelernt, die sind wirklich mit hier Schulabschlüsse und akademische auch, die fragen auch für ihre Zukunft in Österreich? Das sind viele Leute, die kommen und in ihrem Land halt studiert haben. Zum Beispiel, sehr gut. Jetzt vorhin habe ich gerade einen Sportwissenschaftler gehabt und eine Medizinerin und ja. Die interessieren sich halt auch, die wollen halt auch Connections super. Knüpfen. Und sehr hier gut. Ist es halt super, weil das AMS, das WAF, die Stadt Wien, es sind viele Institutionen, man kann sich gleich, also ich habe hier auch eine Frau beobachtet, die ist von einem Stand zum anderen gegangen, hat sich Beratung sehr geholt. Gut. Und das ist der Sinn von solchen Veranstaltungen, dass man sich jetzt halt Informationen geballt holen kann. Und das ist gut für die Leute, glaube ich. Danke vielmals. أعزائي المشاهدين كما سمعتم أنا سألتها سؤال إضافي هل كانت تتوقع نسبة تعليم عالية فبالفعل قالت هناك من الطب هناك من الهندسة وهناك من الرياضة وطبعا مشكورين على هذا الجهد الذي يقدموه لما فيه خير القادمين ولخير هذا البلد Vielen Dank an AMS Wien, an die Damen und Herren, die haben ihre freie Zeit genommen für die menschlichen oder zu Beweis ihrer Menschlichkeit. Und wir hoffen ein besseres Zukunft, ein besseres Tun für die Leute und das Land. أعزائي المشاهدين متابعي إنفوجراد كنا معكم اليوم في يوم المعرفة الذي نظمته حكومة بلدية فيينا والآمس وبعض المؤسسات الإعلامية في والمركز الإسلامي في فيينا كنت معكم ملحم حيمور للنمسا ميديا إنفوجراد من المركز الإسلامي في فيينا.